Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Heute fahren wir nach Rüdenau, ist ungefähr 20 Minuten von mir zu Hause entfernt. Da eröffnet heute die St. Kilian Whisky-Brennerei. Ich bin gespannt. Bis jetzt der erste Whisky in die Flasche gefüllt wird, verkaufen sie in New Make als White Dog. Stil echt im St. Kilian Glas. Extrem malzig, getreidig, ja. Ja, auch sehr, sehr jung. Hallo? Ja, aber was Frisches, was Eukalyptus-mäßiges. Mhm. Frucht, die Banane. Sicher ein bisschen wie ein Gin, so dieser Wacholder. Ja. Sanche, auf einen schönen Tag, wir haben super Sonne hier, also es kann nur genießen, kann nur besser sein. Er ist sehr angenehm, weil er auf 43 Volumenprozent der Trinkstärke runterverdünnt ist. Ich habe so ein bisschen die Süße so von Marshmallows. Guter Zutat, ja. Aber ganz dezentes Malz, also in der Nase war es ja schon intensiv, aber im Geschmack nicht so intensiv. Eher so eine ganz dezente Fruchtigkeit, so die Anklänge von so einer Zitrusfrucht. Aber minimal. Aber eine sehr angenehme Basis. Ich bin gespannt, wenn der dann, ja, in 2 Jahren ist er 3 Jahre alt, vor einem Jahr sind sie in Produktion gegangen. Ja. Ich bin gespannt, wie der dann wird. Der wird nämlich rein aus dem Ex-Bourbon-Fass dann abgefüllt sein. Mal gucken, ob der dann auch 43% hat. Das war's bei St. Kilian. Danke fürs Zuschauen. Und Slangela. Slangela.